Cool. Ich glaube nicht, dass du dort wieder hochkommst, aber ich kann dort hochfliegen. Keine Sorge, wir alle werden dir helfen, den Majin zu finden. Danke. Ich wette, er kann dir hier heraushelfen, wenn du ihn findest. Ja, hoffentlich. Und das ist jetzt was? Scherben des Lebens. Scherben des Lebens lassen den Helden stärker werden. Okay. Gut, jetzt bin ich stärker. Cool. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Und wo müssen wir da hin jetzt? Da hinten gibt's nichts. Hey! Da ist wieder dieses Geräusch. Und näher als vorher. Ja, schon. Aber es ist kein echtes Gebrüll. Ja, wie eigentlich? Aha. Ja, hilfst du mir jetzt da oder nicht? Ups. Da ist der Majin. Schaut euch diesen Typen an. Schaut der cool aus. So, sprechen wir nochmal mit unserem Freund. Der hat noch immer keine Mausi. Rechter, göttlicher Diener, Majin, Dämon, Ogre. Man hat ihm schon viele Namen gegeben. Ja? Ich glaube weder an Götter noch an Dämonen. Daher denke ich, wir sollten ihn Majin nennen. Er könnte eine große Hilfe im Kampf gegen die Finsternis sein. Ja, das kann leicht möglich sein. Ja, schau, wie weit wir da runtergefallen sind, aber es passiert uns nichts. Und ruckzuck sind wir stärker. Oh, diese Hintergrundmusik, die erinnert ein bisschen an. Ihr wisst schon, was ich meine. An Zelda, ja? So, da ist der Majin. Jetzt gucken wir mal. Ist das der Majin? Ich satt, genug, nix essen. Ich so glücklich. Er ist anders, als ich erwartet habe. Ja, das kannst du laut sagen. Voll. Was für eine Kreatur. Warum ist er gefesselt? Ich hungrig. Warum ich hungrig? Bist du der Majin? Du mich verstehst? Ich überrascht. Das tut doch nichts zur Sache. Ich hungrig. Ich hungrig ganz, ganz viel lange.
Ich hungrig, keine Kräfte. Der ist ja noch hilfloser als ich. Das funktioniert nicht. Sie meine Kraft genommen. Sie? In große Frucht gesteckt und weggebracht. Ich hol sie für dich wieder. Weißt du, wo sie ist? Gar nicht weit. Hinter Loch in Wand. Ich riech's. Ja, komm, nimm. So. Holen wir halt die Frucht. Ups, wo sind wir da? Da gibt's nichts für uns, gell? So. Na, Schatzi. Du was fürs Vaterland. Na, Mausi, erzähl uns was. Schau, schau. Die schauen aber schon ein bisschen heftiger aus, gell, Jungs? Auweia, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Ja, genau. So ein Ärgernis. Ja. Wie gut, dass es ihnen schwerfällt, uns zu entdecken. Schau mal. Du passt doch in diesen Abfluss, oder? Ja, sicher, passe ich da rein. Gut. Etschi-Betschi. Aha. Ein leuchtender Pfad wird da auch angebracht, gell? Und jetzt? Haben wir es hinter uns, ja. Ich denke mal eher, da sind wir doch richtig, ja. Na komm. Jawohl. X werfen, B hinlegen. Das brauchen wir beides nicht. Schauen wir mal. Edgy Pedgy. Komm zurück zu unserem Freund. Wo sind wir da hergekommen? Ah, darauf, gell? Ja, nicht schon wieder da reinfallen. Du bist ja auch so ein Akrobat. Na gut, dann gehen wir da ran. Und? Majin, wir kommen! Gut, da können wir nicht drauf, gell? Da.